wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei mir auf der Galgenberg. Ja, Freunde, es ist soweit. Ich werde mich dem Mais widmen, während unser Curseplay-Helfer hier so seine Bahnen zieht. Den habe ich ja angehauen. Ich habe mich in das Thema ein bisschen eingearbeitet. Im vergangenen Livestream, glaube ich, auf der Galgenberg. Schaut gerne nochmal auf Uncut vorbei. Auf jeden Fall zieht er jetzt hier seine Bahn und arbeitet das Feld ab. Und wir können uns um andere Sachen kümmern. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Dazu wartet auch etwas Gemietetes auf uns am Händler. Ich kann mal eben schnell reinschauen in die Finanzen. Sieht man, wie viel Mietkosten. Das müssten wir ja hier auch irgendwo sehen können. 7.800 Euro Mietkosten. Naja, okay, es nützt ja nichts. Ich lasse mich aber auf jeden Fall zum Händler fahren. Und bevor wir... Durst. Bevor wir loslegen, muss ich erstmal was gegen meinen Durst tun. Durst, 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 Durst. Hä? Hibiskus, rote Beere? Okay. So, und da sind die beiden neuen Sorten. Red Grape, Hibiskus-Tee, der Eistee. Und hier haben wir den Energy, den Gorilla Grape, Weintraube. Beide sehr fruchtig, beide sehr cool. Ab sofort im Shop könnt ihr ja mal mit dem Link in der Beschreibung auschecken. Ich wünsche euch, ja, ein fruchtiges Durstlöcher-Erlebnis quasi. So, wunderbar. Da steht schon unser Fahrzeug. Der eine oder andere kennt es mit Sicherheit aus dem Mod-Hub. Das ist der Klasse Jaguar 880 in diesem Beispiel mit einem RU450 extra Schneidwerk. Und die Besonderheit bei diesem Fahrzeug ist noch ein zusätzlicher Sound, den ich da reingebastelt habe. Werden wir dann am Feld feststellen, wenn ihr Interesse daran habt, wieder ein Video zu bekommen, wie man das einbaut und so weiter und so fort. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich dazu vielleicht auch ein Video mit Sicherheit dann machen. Wir schwingen uns jetzt mal auf den Kameraden, nachdem wir uns den mal eben schnell angeschaut haben. Ist ja schon fast ein Oldtimer, also ein Youngtimer quasi. Ich mag solche alten Kisten. Wir haben auch einen Siliermitteltank, den werden wir heute natürlich nicht brauchen. Aber ja, gut, dabei ist er eben. Ist ja auch nur ausgeborgt, sage ich einmal, von einem Kollegen hier. Schlüssel müsste sicherlich da irgendwo sein. Einweisung habe ich jetzt nicht wirklich bekommen. Aber gut, wir starten da mal. Oh, und da krummelt er. Da krummelt er. So, was haben wir jetzt hier? Drehzahlmesser. Tankanzeige. Und hier drüben Wortgeschwindigkeit. Müsste das sein. Ich glaube aber, er meinte, die funktionierte sowieso nicht. Ich guck mal eben schnell die Rundumbeleuchtung. Die Rundumleuchten. Nochmal aussteigen. Jawohl, die sind an. Ja, und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal. Wow, der klingt gut. Oh, der klingt gut. Ich denke, wir werden über die Landstraße fahren und nicht durch die Ortschaft. Besser ist das. Und dann gehen wir hier in den Hebelbetrieb. Der ist jetzt natürlich wenig animiert, hat kein IC oder sonst irgendwas. Aber er hat halt einen fantastischen Sound. Und er passt so ein bisschen wie Deckel auf Topf, will ich mal meinen. Hier auf die Galgenberg. Und ja, wie gesagt, ausgeliehen, Geld dafür bezahlt. Vielleicht ein bisschen viel, aber ich beug mich jetzt der Spielmechanik, den Mietkosten. Was soll's? Nützt ja nichts. Dann Hebel nach vorn. Ziehen wir hier mal durch. Geschwindigkeit, ja. Tacho geht nicht, sehe ich nichts. Aber ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, denn die zulässige Höchstgeschwindigkeit hier auf der Landstraße. Ja, gut, ne? Die werden wir sowieso nicht erreichen. Ich glaube, ja, 35, genau. 35 ist hier Schluss. Mehr geht hier nicht. Der Sound ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. So ein schöner
alter, brummiger Sechszylinder-Sound. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, wie gesagt, Fahrzeug passt halt tippitoppi. Was echt geil wäre, ist, wenn wir hier noch Getriebe drin hätten und die verschiedenen Fahrbereiche. Ich erinnere mich da sehr gern an den LS19 zurück mit VCA-Getrieben. Da konnte man ja eigene Getriebe dann reinfuddeln. Das war auf jeden Fall ziemlich geil und da hatten wir auf jeden Fall auch verschiedene Fahrbereiche mit drin. Aber gut, ist jetzt hier nicht ganz so schlimm. Entschuldigt bitte. Ich bin nach wie vor, habe ich noch gesundheitliche Beschwerden, aber es wird. Ich freue mich auf jeden Fall gleich riesig auf den Sound. Ja, schauen wir mal, was wird. So, sachte. Geil. Also, das bockt ja schon hart. Wir werden das dann so machen, dass wir uns einen Anhänger ranbauen. Also einen Drehschemel. Und das bisschen, was wir hier an Mais stehen haben, damit runterholen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, naja, komm, für so einen Mieteinsatz sind 8000 mit Schneidwerk ein bisschen viel. Schreibt mir doch bitte gern mal in die Kommentare, was ein angebrachter Betrag wäre, sag ich mal. Den man dafür zahlen würde. An einen benachbarten Landwirt, sag ich jetzt einfach mal. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen berichtigen. Beziehungsweise ein bisschen korrigieren. Ja, wir müssen schauen, wo wir jetzt anfangen. Erstmal fahren wir hier hoch. Und vielleicht fangen wir direkt dort irgendwo an. Boah, das Teil ist natürlich... Das ist natürlich sehr cool hier irgendwie. Schauen wir gleich mal. Also erstmal fahren wir hier etwas ran. Gehen mal die Parkbremse rein und schalten hier nochmal aus. Denn wir müssen ja auch noch unseren Anhänger dran machen. Wir haben ja hier ein Zugmaul. Da können wir das ranspannen. Unseren Anhänger da unten können wir nicht nehmen. Also wir brauchen dafür Drehschemel. Hier steht natürlich der Fendt. Der hat auch den Düngerstreuer noch dran. Gut, werden wir das Ganze mit dem Avant rausziehen. Der Avant hat hier natürlich auch ein schönes kleines Werkzeug, womit man das machen kann. Zeige ich euch auch. Habe ich mir nochmal gekauft für ein paar Hunis. Es ist so eine kleine Platte, mit der man entsprechend solche Geschichten andocken kann. Ja, dort sieht man das schon. Kugelkopf ist da drauf. Das ist so ein Adapter. Und damit fahren wir jetzt hier einfach mal an unseren Drehschemel, an unseren HW80 ran. Und ziehen den da raus. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen hier. Ein bisschen wieder rückwärts. Und dann müssten wir den eigentlich ankoppeln können. Ah, so passt das doch. Sehr schön. Und dann ziehen wir den jetzt hier rückwärts raus. Und schon mal relativ nah an unseren Häcksler ran. Das müsste eigentlich schon passen. Mal hier mal wieder ab. Und fahren den mal hier beiseite. Ich habe jetzt hier natürlich keinen Aufbau zum Häckseln bei dem HW80. Das muss jetzt einfach auch mal so gehen. Da müssen wir durch. Aber ich denke, ach komm, geht schon, ne? Die Plane, die können wir jetzt mal eben noch hier schnell abmachen. So. Ja, und dann noch ankoppeln, los geht's. Ist gerade ein bisschen laggy so mein Spiel, ein ganz kleines bisschen. Weiß nicht, was das ist.
erstmal die Rundumleuchte wieder aus. Und dann sehen wir den Kollegen. Ah, stopp. Was war denn das? Hoppla. Ein bisschen losgesportet, ne? So, alles angeschlossen, alles wunderbar. Und dann, Freunde, dann geht's jetzt los. Geschwindigkeit halten über VCA nutzen wir. Können hier schon mal unser Rohr ausklappen. Jawohl. Hätten hier sogar eine Häckselercam über manuelles Überladen. Aber gut, hätten wir jetzt hier in dem Fahrzeug nicht. Dann einmal ausklappen. Und dann muss ich nochmal schauen. Müssen wir hier. Runterregeln hier. Herrlich. Oh ja. Ganz so schnell, ich mache mich erstmal hier so ein bisschen mit der Maschine vertraut. Ah, ist das geil! Ist das geil! Mal fahren wir hier mal rum. Herrlich. Schon. Ich muss natürlich immer mal nach hinten schauen, weil das ist so laut. Aber Freunde, das muss auch so laut sein. Das muss einfach so laut sein. Ja, ich muss immer mal nach hinten schauen, nach dem Füllstand. Besonders ergiebig wird das ja, glaube ich, nicht sein. Natürlich klingelt jetzt auch mein Handy. Ist ja klar, wie immer. Ja, was fahren wir hier gefühlt? 5-6 km/h? Ja, 6 km/h. Ja, ich sehe noch keine Plane. Wenn der voll ist, koppeln wir den einfach ab, fahren den mit dem Traktor weg. Ja gut, wir haben ja noch unseren Fiat. Ich wollte gerade sagen, am Feld hängt ja noch Zeug dran. Aber nehmen wir einmal unseren Fiat. Oh, da sehe ich auch schon die Plane. Was haben wir denn? 78% im Anhänger. Oh, das möchte ich ja hier nochmal mitnehmen. Na, schaffen wir nicht. Mal gucken, wie wir die Spitze hier fahren. Hier
vielleicht umlenken. Es ist ja gerade frei. Ja, und ich glaube, wir bleiben dann auch erstmal. Obwohl, nee, ich fahre mal noch ein paar Meter. Was ist hier los? Oh, herrlich, 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 herrlich. Oh, ein bisschen was geht auf den Anhänger noch rauf. Und dann werden wir das ins Durchfahrsilo fahren. Mal eine Außenansicht vielleicht. Herrlich. Das ist doch prima, Freunde. So, hier müssen wir aber anhalten. Denn... Ah, wie machen wir das jetzt? Das war halt nicht so clever. Das Feld daneben, dürfen wir das befahren? Eigentlich nicht. Kriege ich den jetzt da rückwärts rausgeschoben? Erstmal müssen wir noch das Schneidwerk ausmachen. Die Steuerung gerade geht irgendwie nicht über meine Hydraulik, über meine, ja, VCA-Einstellungen. Ich guck mal, dass wir den hier rausgeschoben bekommen. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Hätte ich doch vorne abmachen sollen. Ja, müssen wir hier ein bisschen drüber fahren. Wobei, es lässt sich nicht ändern. Es lässt sich nicht ändern. Gut, aber ein bisschen Material kommt doch runter hier. Stoppeln, das sieht richtig gut aus, dass die platt gefahren sind. Da wird die Fruchtzerstörung 2.0 quasi irgendwo auch schon aktiv sein. Prima. Also in halbem, das holen wir uns dann hier noch. Ja, ein bisschen was wird's werden. Ein bisschen was wird's werden, das ist auch gut. Für die Fütterung haben wir ein bisschen Mais. So viel Kühe haben wir ja dann nicht. Die ich ja, by the way, dann auch noch ranholen muss. Ja, die sind ja auch noch nicht da. Und dann ja, wird das sicherlich weichen, reichen. Mais legen wir dann auch noch mal in den Boden rein. Ich, wo habe ich denn unseren Fiat? In der Werkstatt. Ah, jetzt habe ich hier die Schaltkulisse noch nicht dran. Sekunde bitte. So. Rein hier in den Fiat. Kupplung treten, Schlüssel rumdrehen. Und da lebt er. Okay, jetzt muss ich nochmal schauen. Rückwärts, das. Erster Gang, Handbremse lösen. Jawoll. Dann werden wir nämlich das Stückchen Maisland und das Stückchen, was ich hier schon gepflügt habe, das werden wir zusammenlegen. Eigentlich blöd, dass ich da hier so vorgewendemäßig gepflügt habe. Das hätte ich mir ja sparen können. Ah ja, gut, egal. Pflügt man da nochmal drüber. Habe ich echt nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, warum das hier so ein bisschen laggy ist. Wirklich merkwürdig. Also ganz kurz immer mal nur, aber naja. Dann kommt man natürlich nicht rum. Vielleicht, ja,
Obwohl, ich werde es ja wohl schaffen, mit dem Fiat das Ganze rückwärts rauszudrücken, oder? Ich bin ungern hier so groß über das Feld drüber. Das ist nicht so schön. Mit dem Hexer mal ein Stück vorfahren. Ach, den lassen wir laufen, sonst kann er ein bisschen kühlen. Oder? Ist das herrlich. Na hier. Den kriegen wir doch raus, oder? So halbwegs. Ach, Menno! 6,5 Stunden später. Oh Gott. Ja. Thematisiert man nicht weiter. Ja, wir sagen wir einfach, es passt. Wir haben ihn rausbekommen. Mehr müssen wir da einfach auch gar nicht sagen. So, zum Durchfahrsilo. Hier hinten lang. Da jetzt hier hinten nochmal durch. Ich weiß es gar nicht mehr. Abgibseite müssen wir auch gleich nochmal schauen. Was hier im F1-Menü gucken, die ist links. Das ist okay, da weiß ich Bescheid. Okay, ne, wir müssen einmal hier runterfahren. Und dann packen wir das hier in das linke Silo gleich rein. Nochmal einmal. Ja. Oh, der kippt da schön langsam ab. Na, hä? Okay, das war jetzt irgendwie... Das war irgendwie nicht so optimal. Warum das nicht? Jetzt muss ich gleich nochmal schauen. Setzen wir nochmal neu an, war ich zu nah an der Silowand.
Na, das sieht doch schon besser aus. Okay, keine Ahnung, was da jetzt gerade das Problem war. Anhänger ist leer. Große Gruppe. Ist durchgeglitscht? Nö, es liegt eigentlich drin. Oder? Ja, ne, ist alles drin. Alles gut. Ihr seht schon, ich muss mich so, ich konzentriere mich so ein bisschen. Und schau da gerade mal. Okay, wir müssen definitiv später anfangen. Ja. Okay, aber das wird ein bisschen was. Ich würde sagen, entschuldigt bitte. Ich würde sagen, ich gehe in eine Timelapse über und mache den Rest. Keine Ahnung, wie lange das Video werden wird. Wir sprechen uns aber, wenn die Timelapse rum ist, definitiv nochmal. Ja, bis gleich. Keine Chance. Wir haben uns hier, glaube ich, so ein bisschen, ich will nicht sagen festgebuddelt, aber was ist denn mit meinem, oder warte mal, ist mein Träger hier, was ist denn hier los? Ich hänge auch nirgendwo fest. Irgendwie, ich krieg den nicht mehr raus. Wartet mal, also was ist denn...
Was ist denn hier los? Ist hier vielleicht irgendeine unsichtbare Collie oder irgendwas? Ich krieg den nicht raus. Ich versteh's gar nicht, ich bin noch eine andere Gruppe. Keine Chance, Freunde. Wir machen hier erstmal den Häcksler aus. Ich habe mich hier. Wie krieg ich den denn jemals wieder raus? Irgendwas ist seltsam beim Fiat. Habe ich irgendwas in der Lok? Warning, Realism, Adon Philippus, nee. Ja, wie kriege ich den denn wieder rausgezogen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss auch, wenn ich auf die Zeit schaue, das zieht sich hier schon alles ganz schön. Ich werde das sicherlich im Stream weitermachen. Und werde versuchen, das Fahrzeug zu bergen. Wenn ich das schaffe, werde ich das natürlich das nächste Mal als Clip mit einblenden. Weil irgendwas ist hier am Fiat ganz merkwürdig. Irgendwie kriege ich den Kollegen nicht mehr aus dem Dreck gezogen. Aber gut, der zweite Anhänger ist auch prall gefüllt. Ihr seht schon, das geht hier ordentlich rum. Hier haben wir auch noch ein bisschen zu tun. Machen wir, wie gesagt, den Livestream fertig. Ich muss jetzt hier erstmal zeitlich einen Strich machen. Es bleibt spannend, Freunde. Es bleibt spannend. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Kostenloses Abonnement. Nicht vergessen, tausend Dank für euren Support in der letzten Zeit hier auf diesem YouTube-Kanal. Es ist fantastisch. Wirklich, sage ich ganz ehrlich. Es ist fantastisch. Freunde, bleibt bitte gesund und munter. Ich wünsche euch noch einen schönen, wenn ihr das Video jetzt am Tag des Releases guckt, einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Ciao, ciao.